So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir wollen heute wieder ein Getränk testen, das habe ich letztens in irgendeinem Süßigkeitenladen gesehen und gedacht, die Farbe sieht genial aus, man kann keinen Schriftzug lesen und nix, weil da alles japanisch draufsteht. Und dann ist es wohl auch noch Apfel und ich bin ein Apfelfreund, ich mag Apfel, Apfeltee, alles was irgendwie bei Bubble Tea, damals musste ich immer Apfelmilchshake, Tee, Wasserzeug nehmen mit Erdbeerbubbles, das war mein Steckenpferd. Dann wurde es verboten, weil alle tot umgefallen sind und jetzt haben wir sie hier. Diese Fanta mit Grün. Ich habe gerade noch hier so Habanero-Nudeln gegessen, mir brennen die ganze Schnude, deswegen muss ich jetzt unbedingt was trinken. Aus dem Kühlschrank, eisgekühlt. Japanische Fanta mit Apple, also hin steht zumindest drauf, Fanta Apple, Erfrischungsgetränk mit Apfelgeschmack, Wasser, Kohlensäure, Zucker, das ist gut, denn alles was Zero ist, schmeckt ja komisch, aber da habe sogar zwei, eine für Pupsi, eine für mich, da ist jetzt Zucker drin, das heißt, da müsste Geschmack drin sein. Wir machen die Flasche mal auf. Wir nehmen mal guck mal, es ist eine alte Flasche, du kannst den Deckel sogar noch abnehmen, das musst du dir mal vorstellen. Wir riechen mal kurz dran. Riecht mega lecker, mega wie saurer Apfel, obwohl ich den gar nicht mag, aber weil es eine Fanta ist, finde ich es auf jeden Fall gut. Riecht mega lecker, wir nippen mal ganz kurz. Boah, das schmeckt ja richtig künstlich und mega süß, klebrig, abartig, irgendwie wie richtiges Zuckerwasser. Also wirklich, es ist mega wässrig gerade gewesen. So eine ganz leichte Apfelnote, aber einfach nur brechsüß. Also so richtig erfrischend, apfelartig, lecker war es jetzt nicht. Es war einfach nur gerade richtig abartig. Wir schenken es jetzt aber mal ein. Da sieht das bestimmt besser aus, wenn wir es dann im Glas haben und das ganze Glas mit einmal dann trinken. Guckt euch auf jeden Fall die Farbe an. Alles, was so aussieht, kann auf jeden Fall nicht gesund sein. Muss auf jeden Fall abartig sein. Fürs Thumbnail halten wir das jetzt nochmal hier so rein. Und das ist jetzt unsere Apfel-Fanta. Die leuchtet im Dunkeln. Das Glas ist beschlagen. Guckt es euch nochmal an. Und das wollen wir jetzt wegziehen und vielleicht haben wir dann einen besseren Geschmack. Ansonsten war es das von meiner Seite aus schon wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wir testen nur noch irgendwelche verseuchten Getränke, die nachts leuchten wie Glowberry Prime. Ich will nicht schon wieder von Prime reden. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Guckt euch das Glas an, das Glas ist beschlagen, Mann, das ist ja richtig, ich muss sagen, es ließ sich besser trinken als gedacht, weil es trotzdem mega kühl, erfrischend war, nicht zu viel Kohlensäure, richtig angenehm, auch im Hals, manches hat so viel Kohlensäure, das bitzelt und brennt alles und kribbelt. Das war richtig angenehm zu trinken, denn plötzlich kommt diese wässrige Note gut an in dieser Masse mit nur einem leichten Geschmack. Und die Süße habe ich ja jetzt schon gekannt, deswegen, ja, also Hut ab. Ich glaube, für Pupsi ist das trotzdem absolut gar nichts, aber ich fand es gut, diese Fanta Apple. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.